Hey Leute und herzlich willkommen zu dem nächsten Video. Und zwar heute geht's um das Thema: Du weißt eigentlich, was zu tun ist und du weißt auch, was der richtige Weg ist, aber trotzdem kriegst du nicht den Arsch hoch, um es endlich anzupacken und um es endlich zu ändern. Also, was ist da los und was für Tipps kann ich dir in die Hand geben, damit du endlich mit deinem Wissen auch dein Leben verändern kannst. Viel Spaß. Ja, das erste Ding so, warum es meistens irgendwie scheitert, ist, du identifizierst dich noch zu sehr mit dem Negativen. Oft ist es so, dass wenn wir irgendwie negative Gefühle haben oder Depressionen, ich mag das Wort Depression nicht so richtig, aber naja, und wir aber gerne was ändern würden, aber wir tun es einfach nicht, weil wir dann schon zu lange an diesen Depressionen und an den schlechten negativen Gefühlen festhalten. Und wenn wir uns so sehr damit identifizieren, würden wir praktisch einen Identitätsverlust erleiden, wenn wir es loslassen würden. Und das ist natürlich ein Problem. Unser Ego möchte immer eine Identität haben, aber ob es da die richtige Wahl ist, auf die negativen Gefühle sich zu fokussieren, wage ich dann zu bezweifeln. Und wenn du dich so sehr mit dem Negativen identifizierst, dann kannst du halt da nicht rauskommen. Du kannst es nicht loslassen und deswegen kannst du auch nichts verändern, obwohl du dich eigentlich gar nicht so fühlen möchtest. Und das habe ich schon öfter beobachtet bei Menschen. Und das allererste, was du machen musst dann, ist halt dir eine neue Identität schaffen. Du kannst dich neu kreieren, jederzeit, immer und immer wieder. Hier auf meinem Ellbogen habe ich einen Kompass tätowiert. Ein Kompass steht als Wegweiser, aber soll mich immer daran erinnern, dass ich jederzeit die Richtung ändern kann. Ich kann jederzeit einen anderen Weg einschlagen und ich kann mich immer neu kreieren und das kannst du auch. Und dann musst du dich nicht mehr mit dem Negativen identifizieren. Der zweite Punkt ist, du versuchst es zwar, aber du hörst zu früh auf. Neue Gewohnheiten zu kreieren dauert lange. Es gibt manche Leute, die sagen, es dauert 30 Tage, 60, 90, aber es dauert. Und es dauert mit Sicherheit bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Aber bevor der Erfolg wirklich eintritt und du neue Gewohnheiten geschaffen hast, musst du einfach dranbleiben. Du kannst nicht zu früh aufgeben und einfach sagen, oh, das hat alles nichts gebracht, sondern bleib einfach dran, kontinuierlich, tu jeden Tag die kleinen, richtigen Dinge, um am Ende zum großen Ziel zu kommen. Der dritte Punkt ist, du lässt dich von deinem Ego extrem aufhalten. Das bedeutet, dass du schlecht Kritik abkannst. Ja? Das heißt, wenn dir einer einen Tipp gibt oder einen Ratschlag, dann fühlst du dich angegriffen, obwohl es eine Hilfe sein sollte. Es ist schwer, Kritik abzukönnen. Ja, klar, das fällt keinem von uns einfach. Aber du musst einfach lernen, dass es etwas Gutes ist, Kritik zu bekommen und dass du daran wachsen kannst. Und ich habe schon öfter gesehen, dass Menschen sich dann in Umfelde begeben, wo sie diese Kritik nicht mehr kriegen und praktisch flüchten von demjenigen, der sie dann eigentlich weiterbringen möchte. Und das ist ein großes Problem. Du flüchtest zwar in diesen einfachen Weg, aber hast davon im Endeffekt nichts, weil du daran nicht wachsen kannst. Das ist genauso wie beim Sport. Wenn du immer nur der Beste bist mit denen, wo du trainierst, dann wirst du selbst nicht wirklich schnell besser. Aber wenn du mit den Pros trainierst, die viel, viel besser sind als du, dann willst du auch da oben hin und willst genauso viel Gas geben. Also pass auf, dass du nicht in ein angenehmeres Umfeld verschwindest, in deine Komfortzone sozusagen. Das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. Und der letzte Punkt ist, das heißt so ein bisschen, du bist so ein bisschen unbelehrbar. Das heißt, du hältst dich selbst immer für den Schlausten und deine Meinung ist immer richtig. Und oft ist das aber nur eine Tarnung, weil du selber, wenn du die letzten Punkte zurückgehst in diesem Video, weil du selber genau weißt eigentlich, dass da was nicht schief läuft, dass da was schief läuft. Und du dich aber dennoch
immer für den Schlauesten hältst. So, nimm die Hilfe mal von anderen an. Andere Menschen können es objektiver betrachten als du. Und klar, Emotionen und so weiter sind immer sehr, sehr persönlich und man kann, dann ist es sehr, sehr schwer von außen die objektive Meinung anzunehmen. Aber oft haben die Leute, die von außen auf dich gucken, ein bisschen objektiveres Bild und du musst das nicht eins zu eins annehmen, was diese Menschen sagen, aber du solltest es dir zumindest mal anhören und für dich prüfen, ob das nicht vielleicht doch stimmen kann. Ja Leute, das war's auch schon mit diesem Video wieder. Ich hoffe, ich konnte euch den ein oder anderen Tipp geben, der euch vielleicht irgendwo weiterbringt. Die Sachen, die ich euch hier immer erzähle in solchen Videos, sind Dinge, die ich selber in der Vergangenheit gelernt habe und wo ich selber viel Probleme mit hatte. Und wenn ich diese Dinge aber gelöst habe, ging es besser. Also es ist nicht so, dass ich das irgendwo mal aufgeschnappt habe nur und niemals ausprobiert hätte. Die Sachen, die ich euch sage, sind Dinge, die mir selber geholfen haben in richtig schweren Zeiten und die mich aus meinem Loch holen konnten. Und genau das möchte ich auch mit euch tun. Und ich plane im Moment eine Reihe an Videos für Kids, also jüngeres Alter. Ich glaube, dass meine Zielgruppe, die hier diese Videos guckt, schon Mitte 20 bis Mitte 30 irgendwie ist. Und das Ding ist aber, wir müssen das der jüngeren Generation näher bringen. Die müssen aufhören, Fortnite und Minecraft-Videos zu gucken, sondern wir müssen denen beibringen, wie sie die Hürden im Leben meistern können, weil das lernt man nicht in der Schule. Und später wird man davon erschlagen. Und ich glaube, dass die Generation, die kommt, es noch schwerer hat als wir. Und deswegen an jeden, der das da draußen gerade sieht und irgendwo Kontakt zu Kids hat, bringt es denen bei. So, ich habe lange Kinder unterrichtet, unterrichte sie auch immer noch. Und über das Tanzen hinaus kann man so viel mehr beibringen. So, ich bin richtig stolz auf die Kids der Accident Crew, was aus denen geworden ist, wie die sich entwickelt haben. Und die haben ganz, ganz tolle, starke Eigenschaften entwickelt. Und trotzdem sehe ich bei den ein oder anderen auch so, dass die Schwierigkeiten haben mit der Gesellschaft und mit dem, was gefordert wird. Und es ist an unserer Verantwortung, dass wir denen helfen, weil das Schulsystem wird sich nicht so schnell ändern. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Lass dein Abo da, ich würde mich super, super freuen darüber. Daumen nach oben, kommentiert, was das Zeug hält. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.